Hey Internet ASK, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2007. Hergestellt von Ubisoft Montreal in Kanada und herausgegeben von Ubisoft, die Zentrale in Paris, France. Und ich habe mich nur ein bisschen weiter bewegt. Ich bin nur vom letzten Part, der ist ein bisschen kurz geraten, muss ich zugeben. Das war letzten Freitag, wenn ich richtig zähle gerade. Und ich war ja nur da oben, direkt von meinem letzten Gespräch mit meinem Feedback-Gespräch mit Al-Mualim, dem Chef des Assassinenordens in Masyaf hier. Nach meinem letzten, dem zweiten erfolgreichen Attentat, in dem ich Garnide Naplus in Akon, im Poor District of Akon, assassiniert habe. Ja, los, Schwarzer, komm her. Ich habe lange überlegt gerade, und ob ich das wirklich machen soll. Ich muss ja jetzt eigentlich nach Jerusalem reisen. Und ich habe auch schon gerade, glaube ich, einen kleinen Ausblick gesehen. Und zwar, schaut mal her. Das wird ziemlich cool. Hier, das Memory Lock hat mir nämlich was verraten. Also erstmal, das hier waren die ganzen Sachen mit in Akon. Und das war Garnier. Und ich bin auch auf der Spur als einfache Assassine, komme ich ein bisschen hinter einem größeren Plot, in den ich eingebunden bin, in dem ich hier 9 Leute, die scheinbar nicht zusammenhängen, umbringen soll. Aber die haben alle was miteinander zu tun. Und ich glaube, Al-Mualim, der Chef, erzählt mir auch nicht alles. Und hier sagt er noch, I should report this to Al-Mualim. Aber ich glaube, Al-Mualim muss gar nichts von mir berichtet bekommen, sondern er weiß haargenau, was hier eigentlich passiert und durchblickt das ganze höhere Spiel. Und was ich jetzt hier rausgefunden habe, ist schon, und zwar, das hier ist, ich werde einen umbringen müssen, das nächste Ziel wird Talal in Jerusalem sein. Da gibt es dann wieder Untersuchungen, die ich starten muss, um erstmal Infos über das Assassinierungsziel zu erhalten. Hier sehe ich auch schon, was es nachher sein wird. Das wird wieder mal so ein Prediger sein, den ich mit um die Ecke folgen muss und dann niederboxen und ein paar Infos aus ihm rausschlagen muss. Dann wird es Pickbox geben, so wie ich das hier sehe. Dann wird es ein Informer-Challenge vermutlich. Nochmal ein Informer und dann ein mit jemandem sprechen, oder das ist Eavesdrop, also Leute belauschen. Und das ist dann hier Memory Knowledge, das ist dann schon wiederum den Plan machen, wie ich den Talal umbringen kann in Jerusalem. Das ist das Attentat selbst, das wird Talal sein. Und ich kann auch schon verraten, zur Zeit, wo das spielt, das ist ja im Jahre 1191, Juli, August, September, die wir hier erleben. Das habe ich, das steht in der Anleitung drin, das kann man da gut nachlesen, in der Spielanleitung. Und das wird wiederum ein Sarazene sein. Ich werde also wieder einen Muslim umbringen, der aber vermutlich mit der geheimen Weltverschwörungsbeherrschersekte der Templer mit eingebunden ist. Und der zu den Templern zählt praktisch. Und hat er einen Bogen hier? Sieht so aus, ne? Also ich bin gespannt, wer Talal ist. Aber hier, das hat mir was verraten. Und zwar, das sind immer 2 Missionen, die man so auf jeden Fall nebenbei machen kann und machen sollte. Dann sieht man halt auch alles von der Stadt und so. Das ist die Bürgerschützen, die helfen einem dann, wenn man irgendwann mal fliehen muss. Und das hier sind dann die Viewpoints, die Aussichtspunkte erklimmen, damit man auch die ganze Stadt aufdeckt sozusagen. Und was ich hier gelesen habe, 0% of Viewpoints scaled within the Rich District of Jerusalem. Und hier das Rich District ist das Interessante. Bisher habe ich ja nur 2 Attentate gemacht. Das war einmal in Damaskus und zwar auch im Poor District. Und auch noch ein Attentat in Akon. Das war das jetzt vom letzten Mal, von der letzten Folge. Und das war auch im Poor District. Und diesmal werde ich zum ersten Mal in einem Rich District herumlaufen. Ich freue mich schon, das wird Spaß machen. Los. Und ich habe lange überlegt, ob ich das hier mit euch machen soll. Also ob ich jetzt wirklich die Reise dahin machen soll. Aber ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich mir immer erspart. Ich habe euch immer direkt die Städte gezeigt, wo das nächste Attentat stattfinden wird. Das hier ist nichts Besonderes. Man reitet erstmal hier aus der näheren Umgebung von Masyaf, der Festung und der Heimat der Assassinengilde raus. Oh mein Gott, das war verkehrt. Ja, das wollte ich mal machen. Und dann kommt man hier an so eine Levelgrenze praktisch. Und die Levelgrenze wird einen dann in den nächsten Levelabschnitt bringen. So nennt ich das jetzt mal. Und der nächste Levelabschnitt wird das Königreich Jerusalem sein. Zu der Zeit, in der wir spielen, existiert das Königreich Jerusalem, das im ersten Kreuzzug erobert wurde von den westeuropäischen Kreuzfahrern nicht mehr. Und es ist schon längst alles wieder unter Sultan Saladin zurückerobert worden von den Muslimen der damaligen Zeit in den Sarazenen.
Das Königreich. Also, hier steht zwar Königreich Kingdom, das ist das Kingdom, wo ich mich jetzt gerade befinde. Und vom Kingdom aus kann ich in drei Städten, die hier im Assassin's Creed im ersten Teil die jeweiligen richtigen Spiellevel und Attentatslevel sind. Also Damaskus, da war ich schon. Da sieht man auch eigentlich, das hier ist das Symbol der Halbmond für den Islam und für die Muslimen. Das heißt, das ist unter Kontrolle der Sarazen. Hier, das ist so ein Kreuz, vielleicht das christliche Kreuz, aber vielleicht auch direkt das Symbol für zum Beispiel den Johanniterorden, das hier ist also, oder den Templerorden. Das ist das Symbol auf jeden Fall für Akkon, eine christliche Stadt, von christlichen Kreuzfahren gehalten zu dem Zeitpunkt des dritten Kreuzzugs, wo das hier spielt. Und Jerusalem, tja, das ist jetzt nicht ganz so einfach, was das bedeuten soll. Vielleicht ist das Symbol für mehrere Weltreligionen auf einmal. Aber auf jeden Fall, das ist dann die Kingdom Map und hier kann man eigentlich rumreiten, hier kann man Flaggen sammeln und hier kann man vielleicht auch noch ein paar Templer. Das sind diese Nebenmissionen, die es gibt. Wo habe ich das? Additional Memories, glaube ich. Und Assassinenflaggen, da habe ich 16 gefunden, die muss man in Masyaf suchen. Dann gibt es noch eine Nebenmission, Kill All Templars, 60 Stück, die sind überall verteilt. Die können in jeder Stadt, in jedem Stadtlevel auftauchen, aber auch hier in dieser Kingdom Map, in dieser großen Map, wo man nur herumreitet zwischen den Städten, auftauchen. Und Viewpoints, es gibt hier Within the Kingdom, also hier in dieser Karte gibt es insgesamt 7 von 12, also ich habe 5 Stück fehlen mir noch, ich habe schon ein paar mir angeguckt. Ich habe schon 8 Templer, Assassinenflaggen in Masyaf habe ich auch schon welche. Hospitalia Flags, die waren in Akkon, davon habe ich 12 von 33. Und Templer Flags, die würde man auch in Akkon sammeln. Oh. Vermutlich nachher in einem anderen District als im Pur District, wo ich bisher war. Und dann gibt es Teutonic, also dem Deutschritterorden ist das dann vermutlich. Teutonic Order Flags, die kann man auch in Akkon sammeln. Dann in Damaskus konnte man Sarazenenflaggen sammeln. Aha, wie gesagt, das ist noch in der Hand zu diesem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, in der Hand der Sarazenen. König Richards Flaggen, die kann man hier im Kingdom sammeln. Da habe ich auch schon ein paar gesammelt. Also König Richard ist halt einer der maßgeblichen westeuropäischen Anführer gewesen, neben Philipp II. Aus Frankreich, war König Richard Löwenherz aus England und noch begonnen hat der Kreuzzug mit dem Zug des König Friedrich I. vom Heiligen Römischen Reich, auch besser bekannt als Friedrich Barbarossa, im Jahre 1189. Und hier Jerusalem Crosses. Ah, in Jerusalem werde ich also Crosses sammeln müssen. Also was man hier in diesem Kingdom machen kann, ist King Richards Flags sammeln und auch Templer finden und die man töten muss und die Viewpoints scalen, also ersteigen. Mal kurz einen Blick auf die Karte geworfen. Mir fehlen noch Viewpoints in Richtung Jerusalem. Ist auch nicht schlecht, dann mache ich vielleicht auch die zwei jetzt direkt. Und ich habe überlegt, ob ich euch das habe ich jetzt schon zweimal angefangen zu sagen, ob ich euch das sparen soll. Aber ich mache das jetzt einmal mit, weil ich habe das vorher immer rausgemacht und deswegen werden wir jetzt einfach mal durch die Kingdom Map reisen. Und ich muss gerade mal meinen Tee bereit machen, den ich mir fertig gemacht habe. Ja, im Übrigen herzlich willkommen natürlich zu einem neuen Part und ich hoffe, ihr habt auch meine Standardsprüche. Ihr macht relaxtes Licht an und habt was Essen und Trinken dabei und setzt die Kopfhörer auf, das ist wichtig bei allen Spielen, die ich spielen werde. Der Sound eines Spiels ist eine der maßgeblichen Sachen, für die ich ein Spiel praisen würde. Und auch, ihr begebt euch in eine komfortable Position, sei es das Sofa, die Couch oder das Bett. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen, weiter geht's, wir reiten hier durchs Kingdom, die nächste Abzocke nach links, aber es gibt ja auch überall immer diese Weg, diese... Ja! Diese Wegmarker, ich meine diese Straßenschilder. Das ist auch nicht ohne hier durchzureiten. Da geht es nach Masyaf. Weil es sind überall Leute, die mir eigentlich was wollen nachher. Und dann muss man immer so langsam an denen vorbeigehen. So wie ich jetzt hier Blend machen, also verschmelzen mit der normalen Bevölkerung. Und sonst hat man hier direkt hunderte Leute am Hals. Das will ich eigentlich gar nicht, aber... Also, Damaskus geht nach links und Akkon nach rechts. Wir reiten trotzdem weiter nach links. Hier in der Mitte das große Gebiet, das ist ein Dorf. Da bin ich auch schon mal lang gelatscht. Ich versuche einfach, diesen Part relativ schnell hinter mich zu bringen. Nicht den ganzen Part hier, aber diesen Part ist hier durchreiten. Also, Damaskus nach links weiter. Aber ich habe gerade nichts in Damaskus zu erledigen. Mein nächstes Attentatsziel ist... Wie hieß er jetzt? Tamim?
Kalal in Jerusalem. Und einfach weiter. Wir reiten hier im Schweinsgalopp durch. Da geht's nach Damaskus weiter. Egal, weiter, weiter, weiter. Und dann würde ich mal vorschlagen, nehmen wir diesen kleinen Weg hier. Scheint so ein Weg zu sein. Also erstmal links weiterhalten. Und das ist, was ich meine. Das ist ein bisschen ehrlich. Man muss echt eigentlich hier durch diese Riesengegend voll langsam reiten. Wenn man sonst hunderte Leute am Hals hat. Geht's hier nach Jerusalem? Ja, reit nochmal hier weiter. Und es müsste jetzt einen Weg nach rechts raus oder hoch geben, hoffe ich mal. Jawohl, da ist wieder ein neues Wegschild. Gucken wir mal, dass dieses blöde Geräusch jetzt mal eben aufhört, indem wir hier rein verschwinden. Okay, das soll es gewesen sein, oder? Na, wechseln wir mal eben das Pferd, sonst erkenne ich mich wieder. Das Fluchtpferd. Jerusalem. Den Weg hier hoch. Okay. Und hier muss man Scale Point sein. Noch weiter. Ja! Ja! Jerusalem als die ehemalige Hauptstadt des Königreichs Jerusalems, was die Kreuzfahrer errichtet haben im ersten Kreuzzug schon, ist zu dieser Zeitpunkt des dritten Kreuzzugs von Sultan Saladin schon längst wieder zurückerobert worden und es wurde auch nie wieder zurückerobert von den christlichen Kreuzfahrern. Und das Einzige, was die gebacken bekommen haben, ist ein Küstenstrich wieder zurückzuerobern und Akkon wurde dann die Hauptstadt des Königreichs Jerusalems. Relax, wieder da hängt. Okay, der Viewpoint muss aber eigentlich jetzt hier fast vor mir sein. Hier hoch vermutlich. Oh, ein Kreuzritter, den holen wir uns. Warte, ist das ein Kreuzritter oder ein Templer? Also, das war hier. Hier nicht, aber hier. Und zwar war das die zweite, glaube ich. Also richtige Templer. Okay, greifen wir mal an. Wir haben ein paar neue Sachen gelernt, glaube ich. Oh, Tastenverwirrung. Okay, jetzt. Ich kann ja jetzt eigentlich Wurfmesser werfen. Und noch einmal. Noch ein Templer eliminiert. Das war lustig, die sind hier immer bei ihrer Schatztour irgendwie. Und ich müsste noch 51 weitere Templer eliminieren. Und wo war jetzt der verdammte Viewpoint? Ich habe den Viewpoint nicht mitbekommen irgendwie. Okay, der interessiert mich schon, der Viewpoint, um ehrlich zu sein. Hoppala, sorry. Oh nein! Alles klar, der hat mich nicht bemerkt. Wir tun mal so, als ob nichts gewesen wäre und klettern hier schnell hoch. Oh,
Zumindest die falsche Ecke scheinbar. Ja, okay, dann geht's so. Alles klar, jetzt haben wir es gleich. Okay, und synchronize. Hier wird es jetzt nicht so ein Sehen geben, glaube ich. Also ich hoffe, ich schaffe das in diesem Part jetzt mal den Weg fertig zu machen zu... Wenigstens wird in dem Heuhaufen jetzt auch dieses bescheuerte Warnrufen da oben aufhören. Wir sehen die Karte ein bisschen mehr. Und nach Jerusalem. Also das will ich in dem Parlament am liebsten noch schaffen. Und bitte nicht wieder ein paar Leute auf mich aufmerksam machen. Das wäre schon ganz schön. Muss ich hier runter? Oh, falsche Richtung. Ich muss mich einmal umdrehen. Oh nein! Dann bin ich jetzt wenigstens in die richtige Richtung? Jawohl. Dann lass mich mal hoffen, dass ich hier wieder ein Heuhaufen finde, irgendwo bald in der Nähe. Bin ich noch richtig? Jawohl. Keiner hat mich gesehen. Alles in Ordnung. Komm, die sehen mich jetzt nicht. We're done here. Ja, cool. Cool, cool, cool. Wer sieht mich? Ah, hier könnte ich auch nochmal blenden. Okay, das ist da ist der nächste Aussichtspunkt. Den hätte ich allerdings auch gerne noch. Wow, sind hier viele Soldaten. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme, ohne dass ich den da vorher erwische, aber was soll's. Wir probieren es mal. Stop him! Nein, das kommt schon. Alter, ja, mach mich nicht schwach. Nein, 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 nein. Oh, das ist übel. Okay, das wird hart. Mit Pfeilbeschuss hier hochklettern. Okay, ich bin immerhin schon mal auf der Ebene. Und das Gute ist, ich kann dann von da oben auch direkt wieder auf so ein Dings runterspringen, in den Heuhaufen, dann sollte ich mich nicht mehr sehen können. Schnell synchronisieren. Nein, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, es kann auch mal fehlen. Wo bin ich denn jetzt, bitteschön? Und das ist nicht, es gilt nicht als erledigt. Das sind hier viele Gegner. Ob es schneller ist, wenn ich mich da einfach mal durchmetzel? Ich glaube nicht, oder? Aber
Aber dass das Königreich Jerusalem auch so hart gemacht sein muss. Ich meine, man kann doch nicht diese ganze riesen Map in diesem Schleichmodus durchgehen, oder? So, jetzt renne ich einfach und dann habe ich da oben ja genug Leute, die mich erstens... Hat aber geklappt, oder? Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Wo sieht mich denn hier einer, bitteschön? Oh, da ist eine ganze Patrouille unterwegs. Heftig. Und da ist noch ein Templer. Den können wir aber assassinieren. Braucht man keinen langen Kampf für. Wo war jetzt dieser Aussichtsturm? Ja, hier war ich eben, glaube ich. Und hier wird's hart, ab hier. Oh, da oben ist aber gerade kein Soldat, wenn ich das richtig sehe. Also hoch hier, aber schnell. Geh mal lieber auf die Seite. Oh nein, nicht schon wieder jetzt. Ich ahne, dass mir dasselbe passieren wird wie eben auch. Okay, ihr Penner, dann muss ich euch wohl erstmal da runterholen, glaube ich. Das war's hoffentlich für den, oder? Hat er es überlebt? Nein. Okay, dann sollte ich jetzt etwas leichter hier hochkommen, hoffe ich. Und hoffentlich schießt mich jetzt nicht wieder jemand von oben runter. Und ja, der Part wird, glaube ich, ein bisschen länger leider. Der da war es, der mich geschossen hat. Schnell synchronisieren, bevor jetzt wieder Pfeile kommen. Erledigt, zum Glück. Okay, den wollte ich unbedingt noch haben. Es fehlen jetzt nur noch 9 von 12. Also 3 Stück dürften noch fehlen eigentlich, oder? Ich sehe, ja, ja, hier. 1, 2, 3. Alles klar. Also, kannst rauskommen. Alter hier. Na los, komm schon. Oh nein! Ich hab das schon befürchtet. Boah, sind ja viele! Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Jawohl. Geradeaus weiter und dann links, scharf links abbiegen. Jetzt reite ich nur noch durch. Ich will einfach nur noch hier nach Jerusalem. Warte mal, war scharf links hier? Nein. Oh mein Gott! Oh, das war zu viel für das arme Pferd. Und das ist auch zu viel für mich, fürchte ich. Schnell aufs Pferd und los. Ich hoffe, das ist der Weg nach Jerusalem. Jawohl, ist er. Hier sind aber schon heftig viele Sarazenenwachen unterwegs, auf jeden Fall. Okay, das müsste Jerusalem sein. Jerusalem wartet auf euch. Auf uns. Alles klar, das ist die Eingangsworte immer zu so einem Stadtlevel. Oh, das ist immer so ein Stress, diese Kingdom. Wenn du exposed, use sharp turns or climb over buildings to break your pursuer's line of sight.
Und damit sage ich erstmal vielen Dank für diesen Part. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Und dann geht's richtig nach Jerusalem rein, in den Twitch District. Viel Spaß beim nächsten Mal. Bye, bis dann.